Vor vielen Jahren bin ich einmal mit dem Zug von Bern nach Zürich zurückgefahren. Der Zug war zu meiner großen Überraschung halb leer. Beim Nachtessen fragte mich dann der ältere Sohn: Mama, bist du eine Pessimistin? Verdutzt schaute ich ihn an. Weshalb? Du hast gesagt, der Zug sei halb leer gewesen. Die Szene ist mir wieder in den Sinn gekommen, als ich Mitte April im ganz leeren, gespenstisch leeren Zug wieder nach Bern gefahren bin. Eindrücklich, wie gut die Leute sich an die Vorschrift des Bundesrates gehalten haben. Und ich war auch dankbar, dass wir keine Ausgangssperre hatten. In der Zwischenzeit sind die Züge wieder halb voll. Und mit den Zügen kommt bei mir auch die bange Hoffnung, dass es vielleicht doch gut kommt. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die in der Krise vor allem eine Chance sehen. Krise ist Krise. Mein Mann macht sich manchmal ein bisschen lustig und sagt, du hast eine Sorgenmühle eingebaut. Aber es ist eine große Krise. Es sind zweifache Krise. Das eine die Gesundheit. Wir haben kranke Leute, Angehörige, die um ihre toten Freunde und Verwandten trauern. Wir haben viele Leute, die Stelle verlieren. Und dann kommt das Zweite hinzu. Weil wir uns angepasst haben in den letzten paar Monaten, werden viele von uns anders leben in der Zukunft. Und auf dem Weg in eine bessere, hoffentlich bessere Zukunft, der Weg dorthin wird lang und schmerzhaft sein. Weil auch diejenigen, die Geschäfte führen, die wir heute jetzt ein bisschen abschätzig als nicht mehr nötig erachten, haben ihre Firma mit viel Leidenschaft und Liebe aufgebaut. Dennoch schaue ich hoffnungsvoll in die Zukunft. Barbara Bleisch hat in ihrem Vortrag vor ein paar Tagen interessanterweise optimistisch und hoffnungsvoll auseinandergehalten. Letzteres impliziere, dass man eben selber etwas mitarbeiten kann. Und genau das ist, was motiviert. Und bei mir sogar zeitweise die Sorgenmühle etwas ausschaltet. Hoffnungsvoll macht mich erstens die Agilität unserer Gesellschaft. Man kann sich streiten über die Reaktionen im Bundesrat, der Behörden, aber wie schnell sie reagiert haben auf die Krise mit Kurzarbeitsentschädigungen, mit Krediten, ist schon sehr eindrücklich. Meine Schwester, die ein kleines Geschäft führt, hat am Donnerstagabend um 5 den Antrag eingereicht, um 6 die Bestätigung erhalten und früh morgens am anderen Tag 200.000 Franken auf ihrem Konto gefunden. Also auf dem Konto der Firma selbstverständlich. Gleichzeitig hat die Bevölkerung eine riesige Hilfsbereitschaft gezeigt. Aufrufe für Freiwillige wurden oft x-mal überbucht. Auch die Firmen haben reagiert. Sie haben sich umorganisiert, damit sie weiterarbeiten können, haben Team gesplittet, zusätzliche Schichten eingeführt und gleichzeitig dafür gesorgt, dass die Rezession nicht noch tiefer ausfällt. Und nun kommt vieles auch schon wieder zurück. Als ich das erste Mal wieder ins Restaurant ging nach dem Lockdown, hat mich sehr beeindruckt und gerührt, wie groß die Dankbarkeit ist der Leute, die wieder arbeiten können. Trotz verrutschter Maske und ein bisschen unangenehme Normalität mit diesen Abständen. Das Zweite, was mich hoffnungsvoll stimmt, ist die Zusammenarbeit vieler Leute über alle Grenzen hinweg und die neuen Initiativen. Das ist zum Beispiel auch eine heute. Diese Initiativen bringen Leute zusammen, die vielleicht vorher nicht zusammengearbeitet haben, in der Suche nach besseren Lösungen. Meine persönliche Erfahrung ist die in der nationalen Science Task Force Covid-19, die den Bundesrat berät. Es sind da Dutzende von Wissenschaftlern, die meisten von ihnen haben sich nie gesehen, die seit Wochen zusammenarbeiten in der Suche nach Lösungen, um diese Krise auch bald bewältigen zu können. In der Zwischenzeit habe ich viereckige Augen und rote Ohren, aber auch unendlich viel gelernt und ein bisschen mehr Hoffnung geschöpft, doch etwas beitragen zu können. Das Dritte, das mich hoffnungsvoll stimmt,
ist die Schule und die Bildung. Wir haben in den letzten Wochen fast nur Negatives gehört. Die Kinder haben nicht genug gelernt, die Lehrer haben sich vielleicht zu wenig engagiert. Wir haben Lücken, die Maturanten haben nicht mal eine Matur. Wenn ich aber sehe, was in meinem Umfeld geleistet wurde, durch die Lehrer, durch die Lehrerinnen, dann beeindruckt mich das tief. Wir werden schauen müssen, dass wir die Kinder aus weniger privilegierten Schichten auch in der Zukunft auf dem Laufen halten. Aber es wurde wirklich viel geleistet, auch an den Gymnasien. Das Interessante war, dass meine Söhne oft die Lehrer, die sie vorher mit viel Kritik bedacht haben, nun plötzlich ganz anders sehen, weil es vielleicht diejenigen sind, die sich besonders anstrengen. Auch an den Universitäten. Niemand wollte zum virtuellen Unterricht übergehen. Alle haben mitgezogen. Und am Schluss sehen wir eine Dankbarkeit auch bei den Studierenden, gerade gegenüber den Lehrpersonen, die eben versucht haben, nicht einfach eins zu eins umzustellen, sondern wirklich etwas Neues zu versuchen. Am Schluss lernen wir extrem viel davon. Gestern oder vor 2 Tagen hat die Universität Cambridge beispielsweise informiert, dass sie bis Sommer 2021 alle großen Kurse online durchführen würde. Gleichzeitig finden aber genau die Sachen, die eben so wichtig sind für den Austausch, die kleinen Tutorien, die Austausche, die Betreuung, finden dann persönlich statt. Also man wirklich versucht, aus den beiden etwas zu machen. So stimmt es mich optimistisch, den langen Weg in die neue Zukunft und die hoffentlich bessere Welt, bis der Virus besiegt ist, auch wirklich gehen zu können. Eine Erkenntnis nämlich bleibt: Die Hoffnung wächst nicht am Baum. Der Baum wächst auf der Hoffnung.